Shirin David ist wieder bereit und möchte loslegen. Immer wieder versucht sie, sich selbst zu übertreffen, indem sie noch bessere und aufwendigere Musikvideos produziert. Diesmal hat sie aber ziemlich viel Ärger bekommen, denn seit der Corona-Krise dürfen nur maximal 10 Leute aufeinandertreffen. Diese Regel hat die Ex-YouTuberin nicht so ernst genommen. Für das neue Musikvideo hat sie sogar eine VIP-Party geschmissen. Nachdem die Polizei plötzlich vor Ort war, wurden 72 Anzeigen ausgestellt. Ziemlich viel Drama bei dem Videodreh von Shirin David. Sie nimmt das irgendwie total gelassen und zahlt die Strafe. Wie findet ihr es, dass Shirin diese Party geschmissen hat? Verantwortungslos oder notwendig für das Video? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.